Genau. Einen wunderschönen guten Tag. Guten mit Tag wem rede ich jetzt? Du lädst eigentlich mit mir, bist aber gleichzeitig live. Gut. Dann, lieber Bertel, hi. Wir haben uns entschieden, dieses Jahr zum ersten Mal als Aussteller auf die IWA zu kommen, um ja? ein kleines Paintball-Fähnchen hochzuhalten gegen die Übermacht an Airsoft hier. Die Übermacht an Airsoft ist übrigens übelst. Ich war bei Nofridge und hab dort rumgeballert. Okay. Und ich habe festgestellt, sogar da geht ja sogar der Schlitten mit zurück und so. Also das ist schon echt ziemlich. Ja, aber da gibt es noch mehr von dem Zeug. Also das ist echt, was da es gibt. Das ist das unglaublich. Ist der Hammer. Das ist der Hammer. Aber wir sind der einzige Aussteller, der uns bekannt ist, der irgendwas mit klassisch Paintball überhaupt im Display hat. Deshalb, wie gesagt. Das stimmt. Also ich war bei GI, aber da ist er nur das Knickluftgewehr. Knickluftgewehr, genau. Dann war ich. Na, bei Enola, da muss ich noch hin, aber gut, das ist ja kein Paintball. Dann war ich beim Lars, aber der hatte nur sein Pepperball-Zeug. Genau. Und, ja, stimmt. Ja. Außer Paintball. Also daher, ein kleines Paintball-Fähnchen ist auch da, aber wir mussten natürlich auch ein bisschen Airsoft mitbringen. Ja, sprich, wir haben unsere eigene Anlage dabei und das ist ein neues Angebot zu Trainingszwecken. Okay. Und wenn wir mal kurz auf die... Oh, da wird gerade belagert. Wir haben noch neu im Angebot nichts mit Paintball, ja? aber mit Paintball-Technologie, nämlich Paintball-Lux-Technologie in einem Luftgewehr. Okay. Und zwar Spoolwave Technology in einem Weitschussluftgewehr, WBK-pflichtig, 200 okay. Joule auf 100 Meter, 1,5 Zentimeter Streukreis. Ach, mit Slugs, Kaliber 30. Das ist das, was jetzt da ist. Okay. Also du mit WBK kannst eine gerne von uns bekommen in zwei Monaten. Danke. Ansonsten, aber heute früh hatten wir einen Termin mit dem Field Target Verbandsmenschen und werden da wahrscheinlich im Bereich High-Powered-Luftgewehr auch Luftgewehr, Shooting Range und so kann ich mir gut vorstellen. Genau, das wird noch passieren. Das haben wir da drüben. Wie gesagt, unser klassisches Paintball, unser Airsoft-Angebot, weil wir das größte Airsoft-Spielfeld in Deutschland sind. Seid ihr? Also niemand ich weiß, außer... Ich habe keine Ahnung. Ich, ich bin bei Airsoft echt ziemlich blank. Wir hatten letztes Jahr über 15.000 Airsoft-Spieler bei uns. Also von der Menge her dann mit Sicherheit. Und von der Fläche her, Malwinkel und sowas ist größer, ja, klar. Ja gut, ist aber kein Spielfeld. Das ist ein Eventgelände. Genau. Und von daher... Okay, aber was habt ihr Fläche, wenn ich fahren werde? 200.000 Quadratmeter. Das ist schon solide. Und da jetzt an diesem Wochenende erwarten wir 400 Airsoft-Spieler. Ja, brutal. Also, selbst unser Night Game morgen Abend ist mit 100 Leuten ausgebucht. Also Airsoft ist ein riesen Thema, ne? Auf jeden Fall. Okay. Die Airsoft ist wie Paintball vor 20 Jahren. Mhm. Ich möchte niemanden dazu animieren, von Paintball zu Airsoft zu gehen. Und als Paintball-Spieler muss ich sagen, das Spiel ist viel zu lahm für mich. Also aber ich gebe es zu, wir haben ja Airsoft-Events bei uns. Ich tue mir da schon manchmal schwer. Ja. Also ich persönlich. Es ist, auf der einen Seite ist es so ähnlich und dann ist es doch wieder so unterschiedlich. Also was halt sehr auffällig ist, dass eine schier unendliche Zahl an Airsoft-Waffen gibt. Also das ist schier unendlich. Und Menschen. Ja. Und Menschen. Also ich hab von jemandem, der seit 20 Jahren in der Industrie im Großhandel im Ausland tätig ist, in Europa, die Einschätzung gestern bekommen, dass er meint, Airsoft jetzt ist dreimal so groß von der Teilnehmeranzahl her wie Paintball zu den besten Zeiten. Glaube ich sofort. Wenn du dir Social Media anschaust, jetzt habe ich auf Instagram, also echte, weil das ist ja immer so, ne? Du kannst das ja kaufen, auch 20.000 sozusagen Abonnenten und bin damit für Paintball ja outstanding. Bei Airsoft ist das nichts. Also. Ja, 20.000 hat jeder Dritte. Genau. Da, 20.000, das ist ja gar nichts. Wir sind selber darauf aufmerksam gemacht worden, dass irgendjemand, der bei uns ein Spielvideo gemacht hat und das auf TikTok oder was hochgeladen hat, der hatte 1,5 Millionen Views vor einem Dreivierteljahr, als jemand uns gesagt hat, guck mal da, das ist doch bei euch. Weißt du, das Einzige, wo ich Views kriege, ist, wir haben mit dem Panzer Bäume gefällt. Mhm. Da habe ich bei TikTok 2,3 Millionen Views, aber Paintball 2000. Wir hatten bei unserem Weihnachtsspiel das Trailer-Video dafür. Ja, genau, das hab ich sogar geteilt. Das ist wirklich sehr geil. Genau. Ne, mit dem, wo der Weihnachtsmann seinen Schlitten gegen Panzer getauscht hat. Genau. Das mega. War cool. Das war aber richtig cool. Ja. Das war so. Also du merkst auf alle Fälle, die Zielgruppe ist da gigantisch. Das muss man so sagen. Was erwartest du dir vom Jahr heuer 2023? Glaubst du, dass wir die Talsohle bei Paintball durchschritten haben? Ich behaupte ja. Ich hoffe, du hast recht.
wirklich erwarten, weiß ich es nicht. Es ist ein sehr, sehr fragmentiertes Bild, was ich jetzt als Großhändler zeichne. Ist es auch. Weil ich sehr viele unterschiedliche Spielfelder und Kunden halt Kontakt zu habe. Ich hoffe, wir haben die Talsohle durchschritten. Gleichzeitig muss man es natürlich differenzieren. Wir haben den Turnier-Paintball-Sport, wir haben den MacFed-Sport oder MacFed-Bereich, wir haben den Hobby-Bereich, wir haben den Rental-Bereich. Genau. Rental-Bereich ist stabil. MacFed wächst. Turnier stagniert. Hobby ist das, was im Moment problematisch ist. Wenn du eine eigene Ausrüstung hast und nicht MacFed-mäßig, eventmäßig unterwegs bist, dann musst du wirklich suchen, wo du Anschluss findest. So. Also ich glaube aber, dass MacFed also ein bisschen am Zenit ist. Also das ist so mein persönliches Gefühl. Ich kann das auch alles für heuer mit Zahlen noch nicht unterlegen, weil ich die Zahlen einfach nicht habe. Aber ich merke es halt immer praktisch beim Social Media Feedback. Du bist ja auch in dem Zusammenhang in einer etwas exponierten Position. Ja, okay, ich bin jetzt natürlich auch nicht der Stand. Ist ja klar. Aber trotzdem ist es so, dass ich es mit Zahlen noch nicht belegen kann. Aber ich merke halt immer, wie das Interesse praktisch gerade auf Social Media ist. Und da habe ich den Eindruck, dass es ein bisschen besser wird. Wir hatten gerade heute früh im Gespräch mit Adam und Billy Gardner, die SmartParts ja vor über 30 Jahren gegründet haben, das Thema, wie sieht es aus mit dem Interesse? Und da kamen wir im Gespräch zufällig drauf, dass vor 20, 30 Jahren der grundlegende Tenor war Wettbewerb. Wir wollten uns messen, wir wollten aufeinander schießen. Und das hat sich gewandelt hin zu, ich möchte spielen. Freizeit, Abenteuer, Erlebnis. Genau. Also generell ist das Ganze, das ist ja mit der Grund, warum Airsoft so wächst, weil da ist ja dieses Battle überhaupt nicht im Vordergrund. Das war der Ansatzpunkt mit, die Softies haben überhaupt keine Wettbewerbe. Nee. Und es ist absolut skyrocketing, deren Participation Levels, während die Paintballer mit so einem Wettbewerb, sie möchten Kräfte messen, tendenziell begonnen haben und die Alten, wie jetzt die Jungs, die ja immer noch mit den All-Americans spielen und tralala, die haben das noch. Die Zielgruppe ist anders geworden. Ich habe da so ein bisschen die These, dass das generell das Problem des Teamsports ist. Weil du kannst das Airsoftie allein da hingehen, kannst du mitspielen. Du kannst das MacFetter allein da hingehen, kannst du mitspielen. Um dich zu battlen zu können, musst du wirklich ein Team haben. Und so ist bei allen Teamsportarten. Corona hat natürlich die Leute praktisch zum Individualisten irgendwie gemacht. Ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, da bist du voll im Schwarzen. Hast voll das Schwarze. Also das ist so mein Gefühl. Ja, weil jeder Fußballverein ländlicher Ort ist Probleme, Leute ranzukriegen. Jeder Turnverein, jeder Schachverein. Klar. Alles, wo sie mit mehreren Leuten zusammen irgendwie was koordinieren. Und was machen sie am Computer? Hocken sie allein in der Bude und zocken. Und das Koordinieren übernimmt der Computer, weil sie auf eine Map gehen, wo schon 65 Leute drauf sind. Was aber wurscht ist, weil es abstrakt ist. Korrekt. Weil du musst ja nicht mit deinen Kumpels treffen. Also ich glaube, dass das ein Riesenpunkt ist. Wie gesagt, gebe ich hier voll und ganz recht. Das ist auch mit ein Grund dafür, warum dass diese Events zum Beispiel jetzt bei mir so boomen. Wir haben auch unglaublich viele Anfragen für Events von Einzelpersonen, weil die halt denken, anders nicht mehr Anschluss zu finden. Sie wollen Paintball spielen, aber sie trauen sich nicht aufs Spielfeld ohne ihre Gruppe. Ja. Und so kommen wir in der Paintball-Fabrik halt dazu, jeden Sonntag einen Stammtisch zu machen, alle 14 Tage MacFed, alle 14 Tage für alle Markierer, um explizit die Leute einzuladen, die keine spielfähige Gruppe haben. Genau, letztendlich ist es unser Job, wir sind ja beide Spielfeldbetreiber, letztendlich ist es unser Job, uns an den Markt anzupassen, umgekehrt. Korrekt. Der große Fehler ist ja immer, dass man immer versucht, sozusagen die Leute dahin zu biegen, wie es halt immer war und weil man es halt so weiter betreiben will. Das ist genau der Fehler. Und das dann aber als negativ zu betrachten, wenn das nicht mehr funktioniert. Sondern letztendlich muss mir ich ja anpassen an meine Zielgruppe. Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. So ist es. Peng. Und wir haben nur begrenzt Einfluss auf das, was die gesamte Szene macht, weil das ist dann so gesellschaftliche Einflüsse und Moderne. Oder auf die Wirtschaftslage oder was oder weiß sonst ich. Was. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Aber wir haben Einfluss drauf auf unser Angebot, wie es die Spieler möglichst mit einem positiven Erlebnis wieder nach Hause gehen. Ja, und ich glaube, da machen wir beide ja nicht viel falsch. Also für die Zuschauer. Wir sind heilfroh, dass er so weit weg ist. Also wir sind wirklich keine Mitbewerber, sondern ganz im Gegenteil. Es ist eher so, dass wir beide welche sind, die Leute zum Paintball bringen.
und die dann so ein Stammrestaurant haben. Und wenn sie mal was Besonderes wollen, dann gehen sie halt mal dahin. Dann gehen sie, weil du hast auch relativ große Events, dann gehen sie halt mal dahin. Wollen einmal, vielleicht seht es ihr auch, sie haben einen sehr, sehr coolen englischen. FV4, genau, zwei britische englische, Schützenpanzer. Genau, englischen Schützenpanzer. Der hat ein Automatikgetriebe. Ja, mach nur einen auf dicke Hose. Da, nee, das war der Grund, warum wir den gekauft haben. Ich finde den super cool. Kein osteuropäisches Modell. Also ich finde mega übrigens. Punkt. Also wirklich mega starkes Teil. Und letztendlich ist es so, dass wir dafür sorgen müssen, praktisch, dass wieder ein bisschen mehr Leute zu dem Ganzen dazukommen. Solange sie Spaß haben und wiederkommen wollen, haben wir den meisten Teil unseres Jobs schon so richtig ist gemacht. Und wenn und ihr fragt, wo ihr da hin müsst, weil meine Zuschauer kennen ja meistens eher, also ist das falsche Flyer, sorry. Du wolltest sie zum Airsoft bringen? Ja, Entschuldigung. meine Zuschauer sind ja eher so Battleground fixiert. Paintball-Fabrik. Befindet sich zwischen Köln und Frankfurt auf der A3 Höhe Köln. Sollte eigentlich. Also Höhe Koblenz. Ich sage mal, wer jetzt in Deutschland ein bisschen länger Paintball, das sollte eigentlich kennen. Ja. Also es und gibt die, nicht viel Große. Die Paintball-Fabrik gibt es seit 25 Jahren, an dem Standort jetzt seit 12. Okay. Und von daher. Siehst du, dass sie umgezogen hat, das habe ich gar nicht gewusst. Wir haben angefangen im 1998 in einer alten Papierfabrik, okay, direkt am Main bei Frankfurt und haben gespielt in den Chlorbleichbecken. Klingt gut. Also von der Fabrik, die in den 70er Jahren stillgelegt wurde, nachdem sie angefangen wurde, 1860 zu bauen. Okay. Also von daher, das ja, ist, da kommen wir her. Und dann hatten wir zwei andere Gelände und dann sind wir nach 6 Jahren Suche auf was Größeres gekommen. Ja, und habt ihr was Tolles gefunden. Und das bauen wir seitdem aus. Genau, ich kann euch nur empfehlen, schaut da mal vorbei, wer aus der Region ist. Oder da kann man auch mal überregional anreisen, man kann bei euch ja übernachten. Korrekt, wir haben ähnlich wie ihr ein kleines Campingangebot, genau, mit Bunkern oder Zelt oder Camper. Ja, bei euch, glaube ich, kann man sogar richtig im Bunker übernachten. Korrekt, ja, genau, du kannst ja in einem Munitionsbunker übernachten mit Bundeswehr-Stockbetten. Ja. Also, schaut's vorbei. Vielen lieben Dank. Und ich schicke euch jetzt mit dem Brave auf die Reise und wir zwei quatschen mal noch mal 5 Minuten ohne. Sehr gerne. Danke.